Immer Mittwoch, immer um 18 Uhr, immer direkt vor dem Kanzleramt. Denn Merkel muss weg. Daran führt kein Weg vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Vor Ort aktuell, heute am Mittwoch, dem 23. Mai in Berlin. Wir sind auch wieder mit dabei bei der Veranstaltung, ja, bei Merkel und schauen euch mal wieder zu. Wir haben heute wieder erhebliche Windböen, das wird wieder einiges knistern beim Ton. Trotz alledem, wir fangen gleich mal an. Und hier steht Sondermann. Hallo Patriot, Berlin. Kundgebung seit der Bundestagswahl. Seit dem 18. Oktober sind wir hier, jeden Mittwoch, dass Merkel weg ist. Ja, das steht ganz im Zeichen jetzt der großen AfD-Demo, der offiziellen am Sonntag. Um 12 Uhr geht es los am Hauptbahnhof und um 15 Uhr ist die Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor. Es gibt 9 Redner am Hauptbahnhof. Christoph Bernd aus Cottbus, von Zukunft Heimat. Richtig. Aus Hamburg, eine Frau von der Merkel muss weg Demo dort, dann Andreas Kalbitz und Beatrix von Storch. Mhm. Und von dem Brandenburger Tor sollen dann Jörg Meuthen, Alexander Gauland, Kai Gottschalk, Albrecht Glaser reden und auch Jörg Pazierzi wird nach 2,5 Jahren dann die erste Rede als Berliner Landesvorsitzender. Jawohl. Halten draußen. Ja, es ist ein Privileg in der AfD zu sein, das erkennt man auch daran, dass die Gewerkschaft der Polizei sagte, wir auf jeden Fall die Demo freiräumen. Solche Privilegien haben andere Patrioten nicht. Es gab ja, die Frauendemo am 18. Februar. Also 17. Februar? Na, das war glaube ich, egal, es war ein Samstag. Ja, der 17. Und wenigstens wurde das blockiert damals und die Veranstalterin, das war also ein Verein, leider Bilge e.V. und die wollen am 9. Juni die gleiche Route nochmal benutzen. Ja, das war damals sehr gefährlich. Ich denke immer, dass als Veranstalter hat man auch eine politische Verantwortung für die Sicherheit einer Demonstration. Rechtlich verantwortlich für Blockaden sind natürlich die Blockierer. Das ist klar. Ja, Berlin ist relativ sicher. Diese beiden Veranstaltungsorte sind relativ sicher, sind so gigantisch groß, die kann man nicht blockieren. Man kann keinen Hauptbahnhof blockieren, man kann kein Brandenburger Tor blockieren, man kann auch einen Kanzleramt kaum blockieren. Aber es ist ja trotzdem schon einiges geplant von Seiten der Antifa. Ich kenne keine Routen und ich möchte deswegen auch gar nicht darüber spekulieren. Mhm. Ein guter Demo-Anmelder, der hat nicht nur eine Route, sondern der hat 100 Alternativen. Genau. Genau. Und da gibt es genügend Wege in Berlin. Es muss nicht immer der schnellste sein, es muss auch nicht der kürzeste sein. Der sicherste Weg ist da gegeben und insofern bietet sich Berlin für Großveranstaltungen tatsächlich an und es ist richtig, dass die Regierung dann auch hier sitzt. Ja, Berliner Clubs wollen auch, haben sich auch lauten lassen, dass sie da was machen wollen. Ja, also ich denke, es ist traurig, dass so eine Branche so sehr vom Wohlwollen der Politik abhängig ist, dass sich dazu hingeben. Gegeben Anschluss kann ich nur sagen, dass Kiffen keine Berliner Kultur für mich ist. So Vor ist einigen es. Wochen wurde im berühmtesten Berliner Club, jeder kennt ihn, gab es eine Drogentote und die Berliner Politik ist einfach zur Tagesordnung übergegangen. Das ist kein Betriebsunfall und ich denke aber um 12 oder 14 Uhr wird noch eine Afterparty sein und da wird niemand von den Clubberern Zeit und Lust und Kraft haben, da irgendwie politische Veranstaltungen mitzugestalten. Ja, außerdem hat die Berliner Musikbranche auch eine Gesetzesinitiative der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus im Landesparlament kritisiert. Da ging es darum, dass eine gleiche Honorarvereinbarung für die gesamte Musikbranche vereinbart wird. Ich denke, es wäre sicherer, wenn der Mittelstand sozusagen gefördert wird, die Kleinen auch davon leben könnten.
und insofern ist das sinnvoll und schade, dass sie sich dagegen gestellt haben. Ja, heute ist der 23. Mai 2018, der Jahrestag, der 69. Jahrestag der Verkündung, der Inkrafttretung des Grundgesetzes, vor 2 Wochen. Sozusagen also, heute auch der Tag des Grundgesetzes? Ja, genau. In Bonn am Rhein verkündet, vor 69 Jahren, heute vor 69 Jahren. Ich habe vor 2 Wochen schon zur bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht einiges gesagt, und zwar Haftung der Reichsregierung 4 Jahre vorher, das war heute vor 73 Jahren. Ich meine, dass das Grundgesetz am 8. Mai 1949 verkündet wurde und am 23. Mai 1949 in Kraft trat, meines Erachtens kein Zufall, zeigt, dass die Feder und Mütter des Grundgesetzes, es waren 65 Personen, 61 Männer, 4 Frauen, damals noch ein größeres Geschichtsbewusstsein haben als heute zutage, wo es in Berlin zum keinen Geschichtsunterricht mehr gibt in der Schule. Und es war Pflichtfach. Ja, und wenn man heute anschaut, war ein Symbol dafür, dass es nach 4 Jahren wieder eine staatliche Ordnung in Deutschland geben sollte, eine Übergangsordnung. Und ja, was würdest du sagen? Und wenn man es heute ansieht, ist ja das schon das Grundgesetz löchrig wie ein Schweizer Käse. Ja, dazu komme ich gerade. Ich kann mich nur wiederholen. Ja. Die Verhaftung der letzten Reichsregierung war illegal und verstoßen gegen § 43 der Hager Landkriegsordnung. Die Verhaftung erfolgte am 23. 1945 in Flensburg-Mörwick in der britischen Besatzungszone. Also die 4 Sieger, die Briten, die Franzosen, die USA und die Sowjetunion, hatten diese Hager Landkriegsordnung ratifiziert, beziehungsweise auch Rechtsnachfolger. Aber so ein Verstoß dagegen hat keine Sanktion. Genauso wenig wie das, was in Nürnberg verhandelt wurde, beurteilt wurde, wenn man das Rückwirkungsverbot nicht aufhebt. Das Grundgesetz bedurfte der Genehmigung durch die 3 westalliierten Besatzungsbehörden. Es ist auch heute nach wie vor, es galt ja als, es heißt ja Grundgesetz und nicht Verfassung, nach dem Vorschlag des Hamburger Oberbürgermeisters Max Brauer. Da hatten sie sich ja was gedacht bei, nämlich dass es eine, wie es bis 1990 in der Präambel stand, dass es für eine Übergangszeit nur gelten sollte. Adenauer hat mal gesagt, nenn es ein Provisorium, wenn es was für Ewigkeit sein soll. Das wurde es 1990. Da gab es ja, es gibt ja noch den Artikel 146 des Grundgesetzes, den letzten Artikel, wonach in freier Selbstbestimmung das deutsche Volk sich eine Verfassung gibt. Und dann ist das Grundgesetz aufgehoben bis dann. Danach ist es aufgehoben, so gemerkt. Da gab es danach nach 1990 auch einen Verfassungsausschuss, so einen Ausschuss im Deutschen Bundestag, der diese Verfassungsreform anpacken sollte. Damit hat man eigentlich die ganze Diskussion der DDR-Bürgerrechtler, die eine deutsche Verfassung wollten, eigentlich routiniert abgewürgt unter dem Rechtsprofessor Robert Scholz aus West-Berlin. Ja, das Besatzungsrecht ist weiter in Kraft. Das wurde auch klar anlässlich eines Massakers der Sowjettruppen in Treuenbrietzen am 23. April 1945. Das Verfahren wurde etwa 2008 eingestellt von den Behörden der Bundesrepublik. Ja, du hast den entscheidenden Punkt angesprochen, das Grundgesetz in Kraft. Das heißt ja, Verfassung zur Zeit, da stehen ganz gute Dinge drin im Vergleich was heute so der Herrschaftsdiskurs ist, was heute in den Systemmedien geschrieben wird, was heute die Mehrheit der Abgeordneten im Deutschen Bundestag so zu Papier und zu Wort bringen. Wenn man das vergleicht mit dem Grundgesetz, dann ist das Grundgesetz viel besser, denn da steht noch die Volkssouveränität drin vom deutschen Volk, und deswegen ist auch eine Meinung sehr besser, dieses Grundgesetz so wie es ist zu verteidigen. Wenn es jetzt über eine Verfassung geredet würde, könnte das deutsche Volk als Staatsvolk abgeschafft werden. Diese Gefahr besteht. Aber andererseits geht es ganz anders jetzt. Die
herrschenden Eliten, die nutzen das Grundgesetz und verdrehen Werte wie Volk, Nation, Heimat und Familie. Familie ist da, wo Kinder sind, heißt es. Das ist natürlich keine Familie. Familie ist da, wo Kinder entstehen. Und die Volkssouveränität wird praktisch eine Unterfunktion der Menschenwürde gemacht. Das heißt auch in dem Gesetz über die FDGO, das gilt eigentlich für den Verfassungsschutz, präzisiert aber ganz konkret, was denn nun die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Sehr präzise. Darin steht, dass sie die Menschenwürde in den Menschenrechten konkretisiert werden. Ja. Hier zeigt sie zum Problem des Begriffs der Menschenwürde auch in den Menschenrechten wird der Begriff der Menschenwürde nicht weiter groß konkretisiert. Ich habe ja Karl Schmitz schon zitiert, der Menschheit sagt, will betrügen, das ist eine Kritik an den Messianismus, Universalismus der USA vor allen Dingen. Ja, also das Kernproblem heute ist das Grundgesetz. Inwiefern ist es in Kraft? Inwiefern kann man sich darauf berufen? Grundsätze wie kein Deutscher kann ins Ausland ausgeliefert werden, zum Beispiel. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, das Recht auf das deutsche Volk. Jeder Deutsche hat das Recht auf Widerstand. Versammlungsrecht gilt nur für Deutsche. Alles das steht im Grundgesetz, ist sehr schön. Ja, das ist ein Problem, sich darauf wirklich berufen zu können. Wenn wir das Problem nicht auch beim Bundesverfassungsgericht, wenn wir einen Präsidenten Voskuhle hat, der die Volkssouveränität praktisch zu einem Relikt des 19. Jahrhunderts erklärt, dann hat er das Grundgesetz ja praktisch abgeschafft. Und es ist unverständlich, wieso Herr Voskuhle Ende der 2000er Jahre da dann plötzlich nach über 60 Jahren sich hinstellt, Präsident des Bundesverfassungsgerichts und sagt, also das Gericht nennt sich ja Verfassungsgericht, das ist eigentlich ein Grundgesetzgericht, und er sagt dann einfach, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, damit hat er eigentlich den Willen der Väter und Mütter des Grundgesetzes vergewaltigt. Und ich lege doch als Historiker sehr Wert auf eine historische Auslegung. Wenn man sagt, es soll man zeitgemäß auslegen, dann sollte man halt die Gesetze ändern, um das Volk nicht zu täuschen. Das andere ist natürlich, was ist gut am Grundgesetz, was ist, kann noch besser werden. Sehr umstritten war die Gleichberechtigung damals. Das ist, glaube ich, meines Erachtens angesichts von Frau Merkel noch ein wichtiger Punkt. Die Religionsfreiheit, die stand schon in der Weimarer Reichsverfassung, eigentlich noch stärker als im Grundgesetz. Da muss man sagen, uns ist das Grundgesetz besser. Und natürlich der Asylparagraph. Inwiefern nützt es uns im souveränen deutschen Volk? Das ist eine andere Frage. So, damit sagen wir weiterhin, Merkel muss weg. Merkel muss weg. Ja, vielen Dank. Und da kommen wir auch zu den Sachen, die bereits am 18. Mai stattgefunden haben. Dietmar Bartsch von den Linken hat dazu aufgerufen, die Demonstration der AfD zu stoppen am Sonntag. Und diesen Ausschnitt tun wir uns jetzt mal anschauen. Die AfD und andere Rechtsextremisten wollen am 27.05. die Mitte Berlins erobern. Das wollen wir nicht zulassen und wir werden es nicht zulassen. Wir stoppen die AfD. Ihre rechtspopulistische Hetze hat in dieser Stadt nicht zu suchen. So wie im Bundestag, so auch auf der Straße. Ihr nicht. Ja, Dietmar Bartsch, die linke SED-PDS, was wollen Sie auch erwarten? Und im Übrigen haben wir für Sie mal rausgesucht, den Paragraph 21 des Versammlungsgesetzes. Und darin heißt es, wer in der Absicht, nicht verbotene Versammlungen oder Aufzüge zu verhindern oder zu sprengen oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht oder grobe Störungen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Soweit das Versammlungsgesetz, Paragraph 21, lieber Herr Bartsch.
Nicht nur Herr Bartsch hatte sich ja bereits am 18. Mai zu Wort gemeldet, sondern auch Renate Künast. Und auch da hören wir nochmal rein, die Damen von den Grüninnen. Seit der Bundestagswahl sitzt die AfD im Deutschen Bundestag. Man kann es auch anders sagen, seit der Bundestagswahl sitzt der organisierte Rechtsextremismus im Deutschen Bundestag. Um euch ein Beispiel zu nennen, einer ihrer ersten Anträge war die Rückführung von syrischen Geflüchteten nach Syrien. Also in ein Land, in dem Krieg herrscht, in dem Giftgasbomben gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden. Ich meine, wir müssen an dieser Stelle Gesicht zeigen. Wir dürfen nicht akzeptieren, diesen Hass, diese Hetze, dieser fast Aufruf zu Gewalt gegen Muslime, Geflüchtete, gegen Schwule und Lesben. Dieser Versuch, die Grundfeste der Gesellschaft abzuschaffen und ihre Prinzipien. Deshalb rufe ich euch auf, kommt am 27. Mai alle hierher auf dem Platz der Republik, 11.30 Uhr vorm Bundestag. Ich bin schon da. Soweit Renate Künast vor dem Reichstag. Ja, und ansonsten ist heute ja auch wieder ein Antifa-Film aufgetaucht. Auch den haben wir griffbereit und dort schauen wir uns mal ein, was der Irrsinn Antifa denn plant. Wir werden sie jagen! Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Dass 2017 diese dreckige AfD in den Bundestag eingezogen ist, haben wir alle mitbekommen. Die Sexisten, Rassisten und Faschisten der AfD wollen jetzt dieses Jahr durch Berlin marschieren. Wir machen uns nichts vor. Und du sollst dir auch nichts vormachen. Das Berliner Regierungsviertel ist kein Ort, wo man Spielraum hat für Blockaden. Deswegen werden wir 2018, am 27. Mai, zusammen mit dir und allen anderen, die bereit dazu sind, den Preis für diese Aufmarschen, die wir treiben. Wenn die AfD marschiert, haben sie dafür zu zahlen. Wenn Berlin das zulässt, hat Berlin dafür zu zahlen. Politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Und hört, hört, der Keuschheitsgürtel erlebt ein eigenartiges Revival, nämlich als Nein heißt Nein-Höschen. Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch. Diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören, zu ihren Lehmhütten und Vielweibern. Einfach zeigen, dass wir ihnen die Stadt und das Leben nicht überlassen werden. Solange Faschisten existieren, werden wir kämpfen. Und wir werden uns auch nicht besiegen lassen. Der Kampf gegen Faschismus ist alltäglich und wir werden ihn am 27.05. auf die Straße tragen. Bleibt kreativ, bleibt safe, aber macht was. Kriegt den Abo. Alerta. Ja, soweit der Film der Antifa. Ja, hier dauert es noch ein bisschen. Sie sehen, es wird langsam aufgebaut. Es ist kurz nach 18 Uhr. Und bis dahin schauen wir uns nochmal den Film an von Herrn Erhorn aus dem Bundestag. Die Aufnahme von Donnerstag, dem 17. Mai. Auch er hat sich aktuellen Themen zugewendet. Und da lauschen wir nochmal rein. Bis gleich. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Giffey.
Wir haben Ihnen unlängst in der letzten Ausschusssitzung durchaus gut zugehört, als Sie davon berichteten, dass es ein Projekt gibt, welches Ihnen ganz besonders am Herzen liegt und welches Sie auch künftig in besonderer Weise fördern und auch ausbauen wollen. Das Projekt Bündnis Demokratie Leben. Ein Projekt also, für welches im Haushalt 115,5 Millionen Euro eingeplant werden. So ist es vermutlich auch zu erklären, dass eine Integrationsbeauftragte meiner Heimatstadt Celle, die im Übrigen hoffnungslos pleite ist, sich unlängst wie folgt äußerte. Sie sagte, im Rahmen von Demokratie leben könne man zurzeit gar nicht genug neue Projekte ins Leben rufen, da die Mittel hierfür fast grenzenlos sind und das Geld praktisch auf der Straße liegt dafür. Grund genug, sich einmal anzusehen, was sich eigentlich hinter diesen Projekten verbirgt, über denen unser Steuergeld wie mit dem Füllhorn ausgeschüttet wird. So fördert Demokratieleben zum Beispiel die Naturfreunde Deutschland, die sich laut ihrer Satzung dem demokratischen Sozialismus verpflichtet fühlen. Dem demokratischen Sozialismus, jawohl. So kann man Demokratieleben natürlich auch verstehen. Auch die weiteren Projekte haben mit Demokratie im üblichen Sinne, ehrlich gesagt, eher wenig zu tun. So fließt das Geld unserer Steuerzahler zum Beispiel auch direkt in die Kassen diverser Islamverbände, zum Beispiel auch DITIB, dessen Vorsitzender des Moscheevereins in Hamburg postet, Demokratie ist für uns nicht bindend, uns bindet der Koran, Zitat Ende. Gefördert wird NEMO, das Bündnis Reichtum umverteilen. Ja, umverteilen, das kommt uns auch irgendwie bekannt vor. Gefördert wird UFUG. UFUG will den aufgeregten Debatten über Parallelgesellschaften und eine angebliche Islamisierung mutig entgegentreten. Ich nehme an, weil wir ja alle wissen, dass es in großen deutschen Städten gar keine Parallelgesellschaften gibt. Und dann, wie könnte das fehlen? Gefühlte 75 Projekte, die sich mit dem allgegenwärtigen Kampf gegen rechts befassen. Inzwischen ein Kampf gegen alles, was nicht explizit links ist, meine Damen und Herren. Und nicht selten durchgeführt von Organisationen, die den Boden der Rechtsstaatlichkeit schon lange verlassen haben. Aber seit Abschaffung der Extremismusklausel muss man sich in diesem Land ja auch nicht mehr zu den Prinzipien unseres Rechtsstaates bekennen, um mit Millionenbeträgen gepampert zu werden. Es reicht, wenn man die richtige Gesinnung hat. Und die muss auch nicht unbedingt demokratisch sein, sie muss nur links genug sein. Sie haben jetzt noch einen letzten Satz, Herr Kollege. Und so ist aus dem Kampf gegen rechts längst ein Kampf gegen die Wiederherstellung des Rechts geworden. Aus der Bedeutung des Wortes Demokratie wird langsam eine Farce und aus Volksvertretern eine politische Klasse, die offenbar inzwischen bereit ist, die Steuergelder ihrer Bürger zu veruntreuen, um missliebige Meinungen zu unterdrücken und politische Gegner zu bekämpfen. Wir fordern Kollege, die sofortige ersatzlose Streichung dieser Mittel. Überzogen. Dankeschön. So, und nun, lieber Kollege. Jo, hier sind wir wieder. Es ist kurz nach 18 Uhr und die 63. Veranstaltung Merkel muss weg Mittwoch wieder direkt vor dem Kanzleramt. Merkel muss weg. Und das machen wir jeden Mittwoch. Und das machen wir hier in dieser Woche sogar noch ein zweites Mal, nämlich auch am Sonntag. Zur großen Demonstration, zur großen Demonstration der Alternativen für Deutschland. Beginnt um 12 Uhr. Beginnt um 12 Uhr. Die große Demonstration am kommenden Sonntag hier am Rechner. Und das ist direkt am Kanzleramt sozusagen.
Werke im Museum, wir können gleich hier bleiben, können dann rübergehen. Das Problem am Sonntag wird sein, wir werden uns nicht in der Stadt bewegen können, und wir werden nicht durchlaufen können, sondern wir werden von dort, vom Hauptbahnhof hier rüberlaufen zum Brandenburger Tor, wenn das dann klappt. Gerechnet wird so mit 2.500 bis 5.000 Teilnehmern, sagt zumindest heute der Vorstand der AfD. Ob die alle herkommen, ist noch fraglich, weil die ganze Stadt wird wahrscheinlich magnetisch abgeriegelt sein am Sonntag. Also bitte frühzeitig losmarschieren, damit man die Möglichkeit um 11 schon hier am Hauptbahnhof ist, wenn man hier aus der Region kommt. Und das Riesenproblem wird dann noch sein, dass ja Busse reinzunutzen hier nach Berlin. Weil man rechnet damit, dass die Gegendemonstranten tatsächlich Autobahnblockaden oder aber auch Eisenbahnblockaden machen könnten. Also die Berliner Polizei rechnet mit allem. Ich glaube, die Polizei muss um die 4.000 Kräfte Einsatz haben, eher mehr. Und wir werden uns dann hier wahrscheinlich wirklich im innersten Zirkel, im sogenannten Bannkreis bewegen können. Mehr wird nicht drin sein. Also der Marsch durch die Stadt wird nicht stattfinden können. Aber zumindest müssen alle kommen. Nach Möglichkeit frühzeitig hier sein, schon ruhig um 10. Am Sonntag ist schönes Wetter in Berlin, kann man ein bisschen was machen, kann man picknicken, kann man frühstücken gehen. Und dann um ab 11:30 hier vorne am Hauptbahnhof sein. Und da ist dann die Demonstration. Ganz wichtig bei der Anreise, reist nicht alleine an, kommt in Gruppen, kommt, wenn es geht, mit der Bahn, wie gesagt, nicht alleine, und versucht auch, dass man Fahnen oder Banner, die geführt sind, nicht sofort erkennt. Der Hintergrund ist klar, es sind 13 Gegendemonstrationen angemeldet gegen die Demonstration der Alternative für Deutschland, und wir gehen davon aus, dass Sonntagmittag hier unterwegs und wir auch mit unterwegs sein werden. Also passt auf euch auf. Wir wollen keine Angst machen, das ganz bestimmt nicht. Wir haben von der AfD viele, viele Ordner im Einsatz. Die Berliner Polizei ist erprobt in solchen Geschichten. Aber ihr habt es vielleicht auch im Internet, ihr habt es vielleicht bei Facebook gesehen. Die Fraktion der Linken hier, nicht im Brandenburgischen Landtag, sondern im Bundestag, hat dazu aufgefordert, unter anderem diese Veranstaltung zu verhindern, die AfD zu stoppen und um unser Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit zu bringen. Das muss an anderer Stelle nochmal diskutiert werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass die viele ihrer kleinen linken Freunde mitbringen, die dann tatsächlich versuchen werden, diese Veranstaltung zu verhindern. Nichtsdestotrotz, wir werden viele werden. Sven hat es gesagt, wenn ihr euch fragt, warum der Sven so bestens informiert ist. Sven war heute bei der Pressekonferenz, in der Bundespressekonferenz, die Alternative für Deutschland da gegeben hat, mit Georg Pazderski, wenn mich nicht alles täuscht, unserem Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz und Demo-Organisator Steffen Königer. Richtig, die drei waren da und die haben sich sehr zurückhaltend geäußert. Man will keine Panik machen, aber man weiß natürlich auch, dass es hier in Berlin am kommenden Sonntag sicherlich zu sehr massiven Protesten kommen wird. Die Polizei ist allerdings bemüht. Man muss sich das vorstellen, es gibt einen Innenstadtbereich, das ist da, wo wir jetzt hier gerade sind, das ist das Kanzleramt, der Reichstag daneben. Daneben sind die Regierungsgebäude und wir wollen praktisch vom Hauptbahnhof am Kanzleramt vorbei hin zum Brandenburger Tor. Und dieser Bereich ist die sogenannte Bannmeile. Dort gilt das Bundestagsgesetz und die kann man also hermetisch abriegeln. Da kann man also Leute, die da drin sind, einfach von nach außen hin schützen. Und das Brandenburger Tor kann man auch abriegeln. Aber das Problem, und das wurde heute auf der Pressekonferenz halt immer wieder gesagt, das Problem ist halt tatsächlich, dass man Angst hat, vor allen Dingen von den Leuten, die von außerhalb kommen. Also aus Brandenburg, aus Sachsen, aus Thüringen und natürlich auch aus Bayern werden Busse erwartet. Aus dem fernen Saarland, das sind 900 Kilometer. Die müssen am Samstagabend schon losfahren, damit sie überhaupt am Sonntagvormittag hier sind. Und aus Nordrhein-Westfalen, natürlich aus Hessen, aus Baden-Württemberg kommen die Busse. Das Problem ist, man muss sich erstmal in die Innenstadt hineinbekommen, die Leute. Und dann, das nächste Problem ist, man muss dann die Busse irgendwo parken. All das sind logistische Aufgaben und da kann ich jetzt schon sagen, die das organisiert haben, das ist auch der Guido Reil, der das mitorganisiert hat. Also das ist für die drei, die beiden, die haben das eine 3 Wochen lang vorbereitet und das ist bis jetzt schon eine wirklich strategische Meisterleistung. Die endgültige Entscheidung, wo die Route lang gehen wird, wo genau der Treff ist, wird alles am Sonntagmorgen gefällt. Also man ist um die Sicherheit der Leute bemüht, aber das wird nicht ganz einfach. Trotzdem alle herkommen und Detlef hat es gerade schon gesagt, bitte nicht alleine, immer in Gruppen und immer schön eng beieinander bleiben und da passiert auch nichts. Und das ist auch das ganz Wichtige an der Geschichte. Lasst euch bitte keine Angst machen. Es wird im Vorfeld dieser Veranstaltung wahrscheinlich jede Menge Posts bei Facebook geben. Da werden einige von uns sein.
Ja, Sie haben es gehört. Also Sonntag ist Pflichtveranstaltung, die große AfD-Großdemonstration in Berlin. Ja, und heute war schon einiges los. Man hat es ja gesehen, wer 6.30 Uhr schon wach war. Die Schillstraße vor dem AfD-Gebäude in Berlin wurden ja schon Eiswürfel abgelegt. Und die Antifa hat auch aufgerufen in verschiedenen Pressekonferenzen zu stören. Und wie auch eben schon angesagt worden ist oder in dem vorherigen Bericht, Dietmar Bartsch hat ja bereits am 18.05. dazu aufgerufen, massiv zu stören. Wie gesagt, typisch die linke SED-PDS. Da fällt einem schon nichts mehr ein. Ja, kommen Sie vorbei zur Großveranstaltung der AfD in Berlin am Sonntag, den 27. Mai. Und dort mit dabei unter anderem, wiederholen es noch einmal, zu Beginn am Hauptbahnhof Christoph Bernd von der Bürgerinitiative Zukunft Heimat e.V., Marie-Therese Kaiser von der Merkel-Wurst-Weg-Initiative in Hamburg und Andreas Kalbitz, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes, sowie Beatrix von Storch, ebenfalls Mitglied des AfD-Bundesvorstandes. Und dann zur Abschlusskundgebung vor dem Brandenburger Tor werden folgende Redner mit dabei sein: Professor Dr. Jörg Meuthen vom Bundesvorstand, Dr. Alexander Gauland vom AfD-Bundesvorstand als AfD-Bundessprecher, Georg Pasterski, stellvertretender AfD-Bundessprecher, Kai Gottschalk, der stellvertretende AfD-Bundessprecher und Albrecht Glaser als stellvertretender AfD-Bundessprecher. Moderation hat unter anderem Guido Reil und Steffen Königer. Ja, also in einigen Tagen ist es soweit. Seien Sie dabei, machen Sie mit, zeigen Sie dem Irrsinn, dass der Irrsinn beendet wird. Denn gerade in der Hauptstadt Berlin zeigt, ist doch schon einiges deutlich geworden, was hier mittlerweile so für ein Schwachsinn vor sich geht. Von Hausbesetzungen bis sonst was die letzten Tage. Immerhin noch sagen, Andreas Geisel von der SPD als Innensenator hat räumen lassen. Immerhin. Ja, soweit unser Aufruf hier nochmal. Kommen Sie am Sonntag, den 27. Mai nach Berlin zu der Veranstaltung der AfD, die AfD-Großdemonstration Zukunft für Deutschland. So, wir gehen mal wieder etwas dichter an. Hier ist das Thema wieder genug gezahlt. Orchester, Big Bands und Ähnliches bei einem Finanzvolumen von 8 Milliarden Euro im Jahr. Das ist einfach zu viel. Da muss man mal einen Strich setzen, da muss man mal ordentlich nachrechnen, da muss man gucken, ob man dieses Angebot, was viele Leute ja schätzen, die einen gucken gerne Sport, die anderen gucken gerne den Tatort, und es gibt auch noch ein paar Leute, die glauben, dass was in der Tagesschau kommt. Das wollen wir nicht generell alles wegmachen, aber wir wollen gucken, dass man es preiswerter hinbekommt und dass man auch das Ganze eventuell auf ein anderes Finanzierungsmodell stellt. Da kann man vieles diskutieren, zum Beispiel eine Finanzierung über eine Steuer, die sehr viel gerechter wäre als der jetzige Rundfunkbeitrag. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, das ist dann später Aufgabe der Politik, der Brandenburger Landespolitik, die, wenn die Rundfunkstaatsverträge gekündigt sind, sich dann überlegen muss, wie geht es weiter. Und dazu wollen wir Sie zwingen und da können Sie mit bei helfen. Erstmal nur im Land Brandenburg. Wir bekommen viele Anfragen aus ganz Deutschland, die sagen, wow, wir wollen in NRW, wollen wir mitmachen. Das funktioniert noch nicht. Sie können uns gerne finanziell unterstützen über unsere Seite. Da freuen wir uns sehr, weil bisher bezahlen wir das alles aus der eigenen Tasche. Aber unterschreiben für die Initiative können erstmal, das passiert recht vielzählig. Wir haben viele Stände, wir sind bei Bürgerdialogen mit dabei und die Leute unterschreiben sehr gerne. Und man kann das auch ganz offen sagen, das ist ein Selbstläufer. Also wenn man sagt, man möchte ARD und ZDF reformieren, man möchte den Rundfunkbeitrag abschaffen, dann muss man gar nicht mehr erklären, die Leute unterschreiben dann relativ schnell. Können Sie gerne tun, laden sich die Listen runter, da passen 10 Unterschriften drauf. Nehmen Sie es mit zum nächsten Grillabend, dann haben Sie die 10 Unterschriften sofort voll und schicken das sehr gerne zu uns. Und dann sind wir unserem Ziel schon einen bedeutenden Schritt näher gekommen. Das Spannende war ja übrigens, Detlef, dass die Presse, also die, sage mal, die Mainstream-Presse, relativ gut auf die ganze Sache reagiert hat. Ihr hattet ja eine relativ gute Berichterstattung. Also wir hatten eine Pressekonferenz in der vergangenen Woche am Montag in Potsdam und waren uns nicht sicher, wie das Ganze von der Presse aufgenommen würde.
und waren hinterher sehr erstaunt, dass also sowohl der öffentlich-rechtliche RBB als auch die, du hast es Mainstream-Presse genannt, dass die Blätter das tatsächlich sehr, sehr neutral auch wiedergegeben haben, unser Anliegen. Ja, da waren wir ein bisschen erstaunt. Und mal gucken, was nachher bei rauskommt. Wie viele Stimmen brauchen wir? 20.000. 20.000 nicht Stimmen, sondern Unterschriften in dem Fall. Man braucht natürlich ein bisschen mehr, weil wenn man da mit 20.000 Unterschriften hingeht, dann hast du immer Leute, die haben irgendwie mit Scherznamen unterschrieben oder dreimal oder haben einen Fehler gemacht. Das heißt also, man braucht schon ein bisschen mehr. 30.000 sollten es auf jeden Fall sein. Und dann haben wir die Möglichkeit, den Brandenburger Landtag dazu zu zwingen, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ob er in unsere Richtung entscheidet, das ist wieder was ganz anderes. Aber wir sind ja als AfD die Partei, die sich auch die direkte Demokratie ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat. Und wer, wenn nicht wir, sollte das im Land Brandenburg mal ausprobieren. Nicht wahr? So, und warum seid ihr hier? Was ist Merkel muss weg! Merkel muss weg! Und GEZ muss weg! Merkel muss weg! Und GEZ! Merkel muss weg! Und GEZ! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Ja, und Sie sehen, es steht wieder eine Besuchergruppe auf dem Vorbau beim Kanzleramt. Die hört sich das jetzt auch an. Und zwar schnell. Ja, heute die 63. Veranstaltung. Merkel muss weg, Mittwoch. Wieder direkt vor dem Bundeskanzleramt. Und wir sind auch wieder mit dabei. Hier von vor Ort aktuell. Ja, und hier treffen noch einige Mitstreiter ein. Und Sie sehen, heute auch in Berlin, wunderschönes Wetter. Also es lohnt sich, auf die Straße zu gehen. Ja, ansonsten gab es auch unschöne Vorkommnisse. Letzte Woche war jedoch bei uns Frank Pasemann aus Sachsen-Anhalt. Und auch der hatte Besuch gehabt von der Antifa. Und das dortige Büro, das am Donnerstag diese Woche eröffnet wird um 18 Uhr, wurde schon vorab beschädigt mit Farbe. Die Stellungnahme von Frank Pasemann spielen wir jetzt mal ein. Und er ruft da weiterhin auf zu kommen zu der Veranstaltung der AfD am 27. Mai in Berlin zur AfD-Großdemonstration. Wir sind gleich wieder zurück. Zuvor Frank Pasemann, heute am Mittwoch. Ich bin Frank Pasemann. Ich bin Bundestagsabgeordneter für Magdeburg und Umgebung. Ich stehe hier vor meinem Wahlkreisbüro und wollte Ihnen zeigen, warum ich am 27.05. in Berlin bei unserer Großdemo dabei sein werde. Ja, und hier sind wir wieder. Tja, rote Farbe am Bürgerbüro. Tja, Berlin ist auch nicht anders. Es gab ja einiges in Friedrichshain, Kreuzberg, wo unter anderem Häuser, wo AfD-Personal wohnt, beschmiert wurde und Besuch bekommen hat von der Antifa. Aber auch das wurde sofort wieder entfernt und überstrichen. Ja, ansonsten, wie gesagt, man muss wirklich sagen, Irrsinn, Antifa. Werden Sie aktiv, dass dieser Irrsinn gestoppt wird. Ja, ansonsten heißt es nach wie vor, Merkel muss weg. Und die Kanzlerdiktatorin Rücktritt jetzt. Auch heute wieder mit dabei ein interessantes Schild, wo drauf steht, Angela Merkel ist ein Schlag ins Gesicht aller gesetzestreuen Deutschen.
kann man auch so unterstützen. Ja, hier gibt es schon wieder einige Besucher, die auch mal ein Foto machen und mal schauen, was sich hier tut. Eine Besuchergruppe gibt es ja ebenso. Die steht hier vor dem Kanzleramt. Und natürlich der Merkel muss Mittwoch. Bei der 63. in Berlin. Und der Merkel muss weg Mittwoch ist eine Veranstaltung der AfD Brandenburg. So, jetzt kommen einige Fahrradfahrer vorbei, die auch langsamer fahren und mal schauen, was da drauf steht. Ja. Wir gehen mal wieder dicht dran. Ja, ja, wenn ihr brüderlich uns eilen und so Stechereien und so weiter. Lasst das nicht passieren, dass einer von euch so weit. Und natürlich die Altparteien, die mit diese ganzen Rechtsbrechungen gemacht haben, die müssen alle weg. Aber passt ausgetauscht. Entsorgt. Das kennen wir ja. Die müssen alle entsorgt werden. Da müssen wir hin. Das Wort. Dafür sind wir am Sonntag auch wieder hier. Dass Merkel weg muss. Entsorgt werden muss sie. Und das wurde ja noch eingestellt, dieses, was damals ja bei Herrn Gauland gesagt worden ist, hat keine Auswirkung und fällt unter Meinungsfreiheit. Haben ja Vorfeld. Genau. Denn da hat man ja nichts mehr gehört. Wenn viele da sind. Ja, und hier wird auch wieder diskutiert. Ja. Wir lauschen mal. Hallo. Ich denke, quasi das Recht gefunden. Sehr egal. Masseneinwanderung. Wir sind am 5. September 2015. Und deswegen begrüßen wir auch, dass die AfD-Bundestag eine Klage gegen Merkel eröffnet hat. Es gab ja schon mal eine Klage. Und jetzt, aber nicht von der Bundestagsfraktion, sondern vom AfD-Bundesvorstand. Und jetzt. Als Organklage. Eine andere Dimension, das Organklage von dem Bundesverfassungsgericht. Genau. Damals war es halt nur von der Staatsanwaltschaft Berlin. Und für die Demo am Sonntag kannst du, denke ich, als alter Veranstalter, Anmelder hier von der Merkel muss weg, Kundgebung nur ein Motto geben, nämlich Neuwahlen jetzt. Nach wie vor. Warum sollen wir noch warten bis 2021? Das sollte das Motto von Sonntag sein. Wo bist du am Sonntag? Ich werde Motto ist zu gut für Deutschland. Ich bin ja am Montag wieder bei Pegida drüben und auch am Sonntag bei der AfD werde ich sein. Ja. Und Samstag letzten war ich bei der AfD in Zwickau. Da war eine Mischung aus AfD und Offensiv in Deutschland. Ja. Sonst bin ich montags immer bei der Pegida, wir für Deutschland und Sonntag bei der AfD. Das ist das Einzige, was geht. Also, was sollen wir sonst machen? Und mittwochs immer hier? Mittwochs bin ich hier, wenn ich kann. Ich bin erst gekommen, Glück gehabt, ich weiß, was ich geschafft habe. Ich bin gerade aus Thüringen hochgekommen. Naja, also. Aber wenn wir alle hier stehen, hallo? Hier ist das Motto: Merkel muss weg! Jawohl. Merkel muss weg! 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 Wie ihr seht, es füllt sich langsam. Merkel muss weg! 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 Aber schnell.
Italien am Sonntag AfD-Großveranstaltung, Großdemonstration in Berlin ab 12 Uhr auf dem Hauptbahnhof, beim Hauptbahnhof Südseite. Und nicht vergessen, am 9. Juni findet auch in der Frauenkanzleramt statt mit Laila Bilge und unter anderem Vera Lengsfeld und auch Nicole Höchst wird bei dem Frauenmarsch zum Kanzleramt teilnehmen und auch eine Rede halten. Also es bleibt spannend in Berlin, es tut sich was. Machen Sie mit, seien Sie dabei, hier in Berlin. Ja, und am Sonntag, sei noch erwähnt, auch Björn Höcke ist mit dabei. Er wird leider nicht sprechen, aber er ist mit in vorderster Reihe mit dabei. Am Sonntag, 27. Mai, hier in Berlin. Also haben wir auch noch weitere Veranstaltungstipps. Nach dem Feiertag am Montag heißt es dann natürlich auch wieder in Dresden, Pegida Dresden. Nächste Woche Montag am 28. Mai ab 18.30 Uhr auf dem Altmarkt in Dresden. Also auch dort lohnt es sich vorbeizuschauen. Kommentierst du mal gleich. Ich sage, kommentierst du mal gleich. Die Alten sind wieder. Aber den Windschutz fürs Mikrofon hat das noch nicht mehr. Ne? Ja, da fehlt immer mal was. Braucht ihr so einen? Nö, wir haben's, aber ist natürlich bei dem Wind angebracht. Jo, also, das war jetzt ein kurzes Gespräch. Ja, die 63. Veranstaltung Merkel muss weg Mittwoch hier in Berlin. Ja, schauen wir doch mal, was sich da hinten tut. Ein Herr mit einer Kamera. Da gehen wir doch mal dichter nach. Live-Übertragung trifft Live-Übertragung. Schauen wir noch mal, wer sich da im Gebüsch verschenkt. Ja, also hier wird sogar gedreht im Gebüsch. Ihr seht, hier ist einiges los. Auch die Wasserspiegel sind mittlerweile wieder vorhanden an und können genutzt werden. Der Merkel muss weg Mittwoch, heute gefilmt aus dem Gebüsch. Und Sie sehen, es gibt einiges zu sehen hier in Berlin. Auch hier schwenkt schon ein Kameramann mal zu und macht einige Fotos. Guten Tag, Sie sind welcher Sender? Do you speak English? No, French? a little bit. Okay. Das ist welches Land? French. Ah, okay. Also jetzt haben wir es rausgekriegt. Eine
Sender aus Frankreich. Ja, jetzt kommen wir raus aus dem Gebüsch und gucken hier mal genauer hin. Was ich hier sonst noch so tun. Ja, heute leider nicht anwesend, Franz Wiese. Der hat heute einen anderen Termin. Aber wird dann beim nächsten Mal sicherlich wieder mit dabei sein. Denn beim 64. Merkel muss weg Mittwoch. Wieder hier direkt vor dem Bundeskanzleramt. Nächste Woche am 30. Mai. Ja, also es geht hier auch immer sportlich zu. Sie sehen, hier wird fleißig trainiert. Das ist ja immer durchaus sinnvoll, ein bisschen Bewegung auf der Straße. Mal dazu auf, seien Sie dabei am 27. Mai bei der AfD-Großveranstaltung. Diese Woche Sonntag. Echt? Ja, das deutscher Meister im Ukraine. So, wir lauschen mal, was hier wieder ist. Und vielleicht führt er nachher noch irgendwas Hübsches auf. Ein Kassajog oder? Das wäre eine Idee. Tanzen auf dem Tisch. Wow. Müsst ihr ihm aber eine Cola ausgeben. Da er seit Jahren Cola-abstinent ist, wird ihn das so anturnen, dass er uns was Schönes aufführt. Ging es eben um Franz Wiese? Wo ist er heute? Nee, der Franz, der kommt ja schon. Nö. Die hatten nur mal nachgefragt, wer die Veranstaltung hat. Achso. Aber trauen Sie sich, müssen Sie schon mal mehr trauen. Kurz vor Weihnachten. Obwohl es da ja eine Meldung gab, Posselt von der CSU, der ja auch bei den Sudetendeutschen sozusagen der Vorsitzende ist, darf gewisse Äußerungen jetzt nicht mehr machen über die AfD. Das wurde ihm, glaube ich, vom Amtsgericht München untersagt. Was hat er denn gesagt? Schlimme Sachen hat er gesagt. Ja, also was wieder nicht zugetroffen hat auf die AfD. Okay. Obwohl er vom vertriebenen Bund der Sudetendeutschen ist, hat er was gesagt? Ja. Da hat sich ja die Vorgängerin richtig gut verhalten, die ausgetreten ist. Die genau. Ja, das ist ja auch eine echte Freundin. Ja, so ist es. Das muss man ja mal sagen. Sowohl Deutschlands als auch der AfD. Ja, Erik Adenauer. Ja, Sie sehen, heute ist der Franz nicht da. Es ist etwas stiller hier. Und dann machen wir nochmal den Aufruf sozusagen. 27. Mai, 12 Uhr, Hauptbahnhof in Berlin, AfD-Großdemonstration. Ja, direkt in der näheren Umgebung. Und Sie sehen ja, zum Brandenburger Tor ist es nicht weit. Denn das versteckt sich jetzt hier hinter den Bäumen. Und da hinten schaut ja schon die Nordseite des Reichstages raus. Also alles nur ein Katzensprung sozusagen von hier. Ja, Bernd Posselt ist ja auch interessante Person. Er hat ja durch die AfD sein Mandat im Europaparlament verloren. Und ist auch natürlich derjenige, der die alte sudetendeutsche Satzung
hingehendes Heimatrecht abgeändert hat. Also auch der Sudetendeutsche Tag ist nicht mehr das, was es mal war, der jetzt auch in München, auch zu Pfingsten in Augsburg stattgefunden hat. Ich schwenke mir darüber zu Merkel muss weg Mittwoch. Und das ist das Thema dort mit den Fußballspielern, die sich zusammengetroffen haben in London mit Herrn Erdogan. Mit Doppelpass. Also teilweise. Ja, und noch weitere Mitstreiter kommen hinzu. Es füllt sich sozusagen. Ja, die Besuchergruppe hat wieder den Vorbau beim Kanzleramt verlassen. Also es sieht auch heute das Gebäude recht verlassen aus. So viel ist dort heute nicht los. Die nächste Plenarwoche im Reichstag ist ja auch erst wieder am 6. Juni, 6.7. und 8. Juni geht es weiter im Plenarbereich des Bundestages. Ja, und wir nutzen nochmal, weil wir auch angesprochen worden sind, auf die Rede von Alice Weidel, die letzte Woche Mittwoch ja gesprochen hat, am 16. Mai im Bundestag. Wir nutzen die Zeit, da heute ja hier es etwas ruhiger ist, diese nochmal zu spielen. Die tolle Rede von Alice Weidel letzte Woche im Bundestag am Mittwoch, dem 16. um kurz nach 9. Also, wir sind gleich wieder zurück. Bis gleich. AfD, Dr. Alice Weidel. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Haushalt ist der Nerv des Staates. Daher muss er den profanen Augen der Untertanen entzogen werden. Diesen Satz, der Kardinal Richelieu zugeordnet wird, haben Sie sich offensichtlich seit Jahrzehnten auf die Fahnen geschrieben. Denn pünktlich zur Vorstellung des Haushaltes beginnt das Tarnen und Täuschen. Statt dem Souverän dem Bürger reinen Wein einzuschenken, werden vollmundige Sonntagsreden gehalten. Und dabei fühlen Sie sich dem Schriftzug am Hohen Hause, dem deutschen Volke, ohnehin nicht mehr verpflichtet. Das Volk, das wollen Sie sich nämlich selbst aussuchen und zusammenstellen. Sie reden von einer schwarzen Null. Doch in Wahrheit sitzen die Steuerzahler auf einem gewaltigen Schuldenberg, den die künftigen Generationen erben werden. Dennoch binden uns die jeweiligen Finanzminister, wie gestern auch Olaf Scholz, Jahr für Jahr einen Bären auf. Wie das gelingt? Ganz einfach. Im Bundeshaushalt werden schlicht nicht alle Ausgabenposten aufgeführt. Denn wo ist zum Beispiel der EU-Etat zu finden? Richtig, nämlich gar nicht. Die rund 30 Milliarden, die Deutschland nach Brüssel transferiert, werden im Budget verschwiegen. Nach dem Brexit wird der Posten sogar noch größer. Die Haftung und Garantien für andere Euro-Staaten, Banken und die diversen Euro-Rettungsfonds sind gigantisch, ganz zu schweigen von den Target-2-Salden, mit denen wir unsere Exporte nämlich selbst
bezahlen. Und auch ist das nur ein Teil der tatsächlichen Schulden überhaupt veröffentlicht. Es ist nämlich die Schattenverschuldung, die Sie der jüngeren Generation wie ein Mühlstein um den Hals gehängt haben. Und der Ökonom Raffel Hüschen hat in seiner Generationenbilanz nachgewiesen, auf unglaubliche 7 Billionen Euro beläuft sich die Gesamtverschuldung, die Bund, Länder, Gemeinden angehäuft haben, zuzüglich der zukünftigen Zahlung und Verpflichtung aus dem gesetzlichen Sozialversicherungssystem und ihrer staatlichen Pension. Und ich stelle die Frage, ist das eigentlich noch verantwortliches Haushalten? Sie reden von Verantwortung, doch in Wahrheit geben Sie das Königsrecht des Parlaments, die Budgethoheit, schamlos aus der Hand. No taxation without representation, keine Besteuerung ohne Zustimmung des Parlaments, Grundsatz einer jeden parlamentarischen Demokratie. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar festgehalten, als Repräsentanten des Volkes müssen die gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages die Kontrolle über grundlegende haushaltspolitische Entscheidungen behalten. Der Deutsche Bundestag darf seine Budgetverantwortung nicht durch unbestimmte haushaltspolitische Ermächtigungen auf andere Akteure übertragen, so das Bundesverfassungsgericht. Sie haben aber dennoch den Rettungsschirm, den dauerhaften automatisierten Finanzierungsmechanismen zugestimmt und Sie bejubeln die Pläne von Präsident Emmanuel Macron. Kein Widerspruch zum gigantischen Transfer von deutschem Steuergeld, kein Widerspruch zu einem EU-Finanzminister. Ganz im Gegenteil, es scheint Ihnen nämlich nicht schnell genug zu gehen, Verantwortung nach Paris und Brüssel zu übertragen und damit das Steuergeld, das Sie hier nie erarbeitet haben, sehr geehrte Damen und Herren. Unser Haushalt ist sozial gerecht, behaupten Sie tatsächlich. Deutschland hat eine der höchsten Einkommens- und Ausgabenbelastung aller westlichen Staaten. Durch ihre absurde Steuerpolitik sind vor allem die mittleren und kleinen Einkommen, vor allem die Familien, belastet. Die Steuerzahler bluten zusätzlich mit dem Abschmelzen ihrer Ersparnisse für die Zinsersparnis, die sich der Staat über die Null- und Negativzinspolitik der EZB ermöglicht. Der Staat entschuldet sich also auf Kosten der Sparer und Steuerzahler. Und dann über die schwarze Null reden. Was ist daran gerecht? Was ist daran sozial, sehr geehrte Damen und Herren? Und das ist nichts anderes als Steuerzahlerausbeutung nach Gutsherrenart, was Sie hier praktizieren, während die Infrastruktur dieses Landes zerfällt, der Staat seine Bürger nicht mehr schützen kann, fließen Abermilliarden in die Aufnahme und Alimentierung illegaler Einwanderer und in die Sozialsysteme. Und es ist erschreckend. In spätestens 20 Jahren wird jeder fünfte Rentner auf die Grundsicherung angewiesen sein. Trotz eines harten Arbeitslebens haben heute unzählige Senioren kaum genug zum Leben. Zwei Beispiele aus Bochum. Zum einen Herbert W. Bis Mitte der 70er Jahre unter Tage gearbeitet, später bei Opel. Hat viele Jahre ins deutsche Rentensystem eingezahlt, sammelt am Wochenende Flaschen vor dem Ruhrstadion, um seine kümmerliche Rente aufzubessern. Zum anderen Sami A. ging früher auch einer beschwerlichen Arbeit nach. Er war Leibwächter von Osama Bin Laden, hat nie ins deutsche Sozialsystem eingezahlt, fährt am Wochenende gern mit seinem Moped ins Grüne, erhält vom Staat 1.200 Euro pro Monat und das seit sage und schreibe 10 Jahren. Und das ist aus meiner Sicht eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die Sie hier zu verantworten haben. Sie behaupten, der Haushalt sei zukunftsorientiert, im Gegenteil. Sie verbauen die Chancen der zukünftigen Generation. Das Fundament unseres Staates, das sind die Menschen, die hier leben und arbeiten. Es sind aber nicht nur die Menschen, die jetzt hier leben, sondern auch die in Zukunft hier leben. Und ja, wir haben die Hauptverantwortung für die Menschen, die Familien, die schon länger hier leben. Und diesen Menschen haben sie zu dienen.
Staatsaufgabe ist nämlich, das über Generationen aufgebaute Volksvermögen treuhänderisch zum Wohle des deutschen Volkes zu verwalten und es nicht mit vollen Händen zum Fenster rauszuschmeißen. Denn Eigentümer sind die deutschen Bürger und nicht Sie, nicht die Regierung. Seit 1972 werden in Deutschland jedes Jahr weniger Kinder geboren, als Menschen sterben. Für die Überlebensfähigkeit eines leistungsfähigen Staates ist das ein Problem. Was haben Sie dagegen getan? Nichts. Naja, jedenfalls nichts Wirksames. Denn Sie setzen ausschließlich auf kompensatorische Einwanderung. Das sagen Sie ja die ganze Zeit. Bei muslimischen Zuwanderern schaut die Geburtenrate nämlich ganz anders aus. Sogar die Auffettung der Einwohnerzahl durch zugewanderte Straftäter mit mehrfachen Identitäten scheint Sie überhaupt gar nicht zu stören. Doch ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Dazu bedarf es einer qualifizierten, Herr Kauder, und keiner plan- und zügellosen bildungsfernen Zuwanderung. Denn Deutschland ist schon lange ein grenzenloses Einwanderungsland für Unqualifizierte und ein Auswanderungsland für Hochqualifizierte geworden. Und was tun Sie dagegen? Wer soll in Zukunft für die Renten aufkommen? Wer zahlt denn Ihre stattlichen Pensionen? Auch Ihre, Herr Rohfalter, die Schreihals. Ja? Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst. Die Bürger scheinen Ihnen vollkommen egal zu sein. Sie wollen sich darauf beschränken, den Niedergang unseres Landes zu verwalten. Ja, teilweise hat man den Eindruck, ihn sogar zu befeuern. Aber das wird wohl Ihrem Wertekanon entsprechen. Wenn eine Bundestagsvizepräsidentin hinter einem Transparent herrennt, Deutschland, du mieses Stück Scheiße, ja? Und alle das hier mittragen, indem sie zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt wird wie Claudia Roth, dann muss man sich über nichts mehr wundern hier in diesem Hohen Haus. Und die AfD tritt hingegen für Verantwortung, Gerechtigkeit und für eine lebenswerte Zukunft ein. Deshalb fordern wir erstens einen schonungslosen Kassensturz. Alle Zahlen müssen endlich mal offen auf den Tisch gelegt werden. Wir fordern, den Sozialstaat endlich zu sichern und die Zukunft zu gestalten. Die Strategie des Generationenersatzes durch eine ungeregelte Zuwanderung, teilweise aus frauenverachtenden Stammeskulturen, hat sich als Holzweg erwiesen. Wohlstand kann nur gesichert werden, wenn in sichere Grenzen und in die kommenden Generationen investiert wird. Drittens, echte Steuergerechtigkeit. Mittel- und Geringverdiener müssen endlich ehrlich belastet werden. Dazu muss der Grundfreibetrag endlich angehoben werden. 2.000 Euro brutto im Monat steuerfrei? Das wäre doch mal visionär, denn es kann doch überhaupt gar nicht sein, dass ein Facharbeiter bereits bei einem 1,3-fachen des Durchschnittslohnes den Spitzensteuersatz zu zahlen hat. Und ich kann Ihnen sagen, es ist endlich Zeit für ehrliche Entlastung. Viertens, keine weitere Aushöhlung der Souveränität. Die Hoheit über unseren Haushalt gehört nach Berlin und nicht nach Brüssel. Und in diesem Sinne schließe ich mit einem Zitat des früheren tschechischen Präsidenten Seemann, das ihn auch schon die ehrenwerte ehemalige CDU-Abgeordnete Erika Steinbach vorgetragen hat. Ich zitiere, falls Sie in einem Land leben, in dem Sie für das Fischen ohne Anglerschein bestraft werden, jedoch nicht für den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass, dann haben Sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten regiert. Frau Kollegin Weigel, Sie haben in Ihrer Rede die Formulierung unter anderem Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse gebraucht. Damit diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Jetzt erteile ich das Wort der Bundeskanzlerin.
Hier sind wir wieder zurück in Berlin. Das war die tolle Rede von Alice Weidel am 16. Mai, letzte Woche Mittwoch, hier in Berlin im Bundestag. Und da kann man doch eindeutig zustimmen. Damals dem tschechischen Präsidenten Miloš Zeman, der dort knallhart gesagt hat, so wie es ist. So, und hier gibt es eine Nachfrage und wir gehen mal dichter ran. Also sehen wir an, es wird ja auch Englisch gesprochen. So, wir lösen ab und zu. Ja, schauen Sie mal hier vorbei, stellen auch Sie Ihre Fragen. Hier kriegen Sie eine Antwort. Bei der AfD Brandenburg. Bei Merkel muss weg mit. Nächste Woche dann auch wieder mit Franz Wiese, dem Landtagsabgeordneten der AfD in Potsdam. Ja, hier gibt es ein großes Grüppchen, was ich hier schon hinstellen. Ja, Sie sehen, hier ist so einiges los. Direkt vor dem Bundeskanzleramt. Ja, schauen wir doch mal, was die Dame, was die zwei Herren von den französischen Medien, zumindest haben sie sich so zu erkennen gegeben, denn fragen. Da sehen Sie, kommen Sie ins Gespräch mit echten AfD-Lern. Hier direkt vorm Kanzleramt. In Berlin. Da lauschen wir mal dem Englischen. Is it? Yeah. Okay. We have concentrated on different aspects of the new law. I don't. We have not considered this aspect right now. But you have considered so far. We are looking at the internet pages we have, and we are looking at conformity of those internet pages and on German Datenschutz, so that the Datenschutz of English. So far your post had not been removed from the social platforms. You can always post whatever you want. Yes, we can, but we in no aspect do we post anything that's hateful. Mm-hmm. So we have nothing to fear from this new European law. It's a German law. Okay. And but it's based on the European law, if I'm not at all mistaken. This is for the data protection. I'm talking about NetzDG, which has been enforced in January. Ach so, Netzdurchleitungsgesetz. Okay. NetzDG? Okay. Yeah. So it's something okay, so from it's the data a different, protection. Different law, okay. Yeah. Because with NetzDG, I don't know if you heard about what happened with Beatrix von Storch, yeah. Which is actually a deputy from your party. Yes, she is. And she posted, a post in January about the Colonia municipality wishing Happy New Year to Arabic people and
was waiting his return in Arabic, and she was like, she felt offended, and then she, her post had been removed, yes, because the law had been enforced, and behind, and just afterwards, there was a Titanic who made fun of her, who posted something, and the post of Titanic has been removed also, so there had been a bigger outcry, so I was wondering if you can still post. Yes, we can. We have no problems at all. But we don't, as I said before, we don't post anything that's hateful. What do you post? We post about how we don't like the German Chancellor as Ms. Merkel, and what we post are facts. We don't post any hate speech or anything else. So there has never been from our group any posts that have been deleted. Okay. So far you don't feel like your freedom of speech has been censored? Until now, no. No. No problem. Ja, Sie sehen, also hier wird auch Englisch gesprochen. Aber jetzt sprechen wir wieder Deutsch. Hier direkt vom Bundeskanzleramt in Berlin. Zum 63. Ja, das war jetzt deutlich zu hören. Die 63. Veranstaltung vom Merkel muss weg Mittwoch. Direkt vom Bundeskanzleramt. Und Sie sehen, Detlef Rier tut es auch mal auf Englisch. Ja, jetzt gibt es auch noch Besuch von der Polizei, die mal nachfragen will. Guten Abend. Versammlungsleiter dieser kleinen Veranstaltung. Wenn ich jetzt den einen Veranstalter des Merkel Mittwochs ausrechne, den Herrn Sondermann, bin ich so bei 10 Minuten wieder bei mir, bei 40 Mann. Die sind so, das ist der Merkel. Der Herr Sondermann, der Veranstalter der anderen Demonstration ist. Ja, die zwei Damen von der Polizei heute neu mit dabei. Die wollen noch mal genau nachfragen, wer denn hier Veranstalter ist. Und das ist ja auch möglich, mal das Gespräch zu tun. Und das Motto ist hier nach wie vor: Merkel muss weg. Merkel muss weg! 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 Herr Sondermann sitzt da hinten. Der Herr hat sein Gehör ausgerechnet. Jawohl, aber schnell, noch ist er da. Ja, Bundeskanzleramt hier in Berlin. Mitte. Okay.
Ja, hier ist immer was los beim Merkel muss weg Mittwoch. Jeden Mittwoch, 18 Uhr vor dem Bundeskanzleramt. Seien Sie auch mal mit dabei. Was sollen wir denn da machen, damit alle den Stream feiern und auf Gefährten drücken? Na, ich verrat's dir. Wir sagen es ihnen. Hey, da draußen, wenn ihr schon nicht hier seid am Kanzleramt, dann teilt bitte diesen Stream und drückt auf Gefällt mir, sowohl für unsere Seite als auch für diesen Stream. Wir können das gut gebrauchen. Genau. Ne? Einfach teilen. Und bitte schön auch gleich vormerken, am Sonntag streamen wir über den Merkel muss weg Mittwoch die große Demonstration der AfD hier in Berlin. Auch da bitte erstens zugucken, noch besser natürlich herkommen und mit dabei sein und mitlaufen und mit die Reden anhören. Ne? Aber wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann auch gerne bei Facebook dabei sein, den Stream teilen und auch dafür für ordentlich Aufmerksamkeit sorgen, indem wir auch gefällt mir. So. Sonja geht mit gutem Beispiel voran. Sonja Danske hat den Stream gerade geteilt. Dankeschön. Oh. Und Marita auch. Und Lila hat auch geteilt. Siehst du? Und Elke hat geteilt. Sven. Und Kelly hat geteilt. Kirsten, Katharina von Lübeck. Aber geteilt. Ja, dann haben wir gerade durchgelesen, was denn so beim Merkel muss weg Mittwoch auf der Facebook, auf der Gesichtsbuchseite, denn sozusagen dort passiert. Ich weiß, der gucken dürfen uns nicht bewerten. Außer intern, wie früher bei der Stasi in der Ja, man kann nach wie vor nochmal die Durchsage machen, AfD Großdemonstration am Sonntag in Berlin, 12 Uhr, Hauptbahnhof, Südseite. Dann kommen Sie schon rechtzeitig, damit auch Sie hier vor Ort sind und mitdemonstrieren können. Für die Zukunft für Deutschland. Diese Woche Sonntag, 12 Uhr, ab Hauptbahnhof Südseite und die Abschlusskundgebung danach am Brandenburger Tor. Seien Sie dabei, kommen Sie nach Berlin. Wie schon bei Guido Reil hieß, wir fahren nach Berlin. Ja, und wir sind schon da, zum 63. Mal. Der Merkel muss weg Mittwoch. Heute hier in Berlin. Die 64. Veranstaltung, denn am 30. Mai wieder ab 18 Uhr direkt vor dem Bundeskanzleramt. Wir gehen mal wieder etwas dichter an. Genau, und es reißt sich auch viel sicherer und viel angenehmer und viel entspannter, wenn man noch ein paar Leute mit dabei hat. Also, kommt Sonntag zur großen Demo hier nach Berlin. 12 Uhr am Hauptbahnhof, einfach nur aus dem Bahnhof rausfallen und schon ist alles gut. So, der Jokaner, der freut sich auf Sonntag. Ja, kommt, sei dabei. So, würde ich gerne. Ja, und es ist schon wieder kurz vor 19 Uhr. Es wird nochmal Detlef Rier in Aktion. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Erstmal nur ein Test. Wir wollen ja, dass das ordentlich auch klingt, wenn wir gleich sind. Ja? 1, 2, 3. So können wir das machen. So, und da das dann fast schon 19 Uhr haben,
machen wir das, was wir immer zum Ende einer Veranstaltung der Alternative für Deutschland machen. Wir sagen freundlich Dankeschön, dass Sie heute Abend mit dabei waren. Wir freuen uns sehr, wenn Sie am Sonntag hier sind. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen. 12 Uhr, Hauptbahnhof, da drüben. Großdemonstration der Alternative für Deutschland an diesem Sonntag. Das war direkt vom Kanzleramt zum 64. Mal. Der Merkel muss weg Mittwoch und wir beenden ihn mit unserer Vorsingerin und dem Lied der Deutschen. Der 63. Und einen schönen Abend aus Berlin. Wiedersehen. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Soweit aus Berlin von der 63. Merkel-muss-weg-Veranstaltung. Nächste Woche gibt es die 64. am 30. Mai, 18 Uhr, direkt vor dem Bundeskanzleramt. Bis dahin, Grüße aus Berlin. Tschüss.